Glück auf, Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, ich bin endlich wieder am Start. Es tut mir auch mega leid, dass ihr jetzt zwei Videos nicht bekommen habt, die euch eigentlich zustehen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Der Umzug hat doch mehr Arbeit und Stress gemacht, als ich gedacht habe. Wie gesagt, waren halt 600 Kilometer, die wir umgezogen sind, und es war doch ein bisschen schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es auf jeden Fall jetzt geschafft. Momentan wohne ich mit meiner Freundin in meinem alten Kinderzimmer, wie ihr vielleicht auch im Hintergrund sehen könnt. Ich mache euch auf jeden Fall mal ein Video drüber. Ja, und jetzt ist es halt so, dass ich noch das Haus fertig bauen muss mit meinen Eltern und so weiter. Also es ist nicht mehr viel, aber ich denke, einen Monat werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Aber ich denke, die Zeit überstehen wir auch irgendwie. Mein Internet ist ja auch noch nicht da, das kommt erst ab 1.4. Also ich nehme mal an, irgendwann dieses Wochenende jetzt, dass das Ganze dann endlich mal fertig ist. Und dann hoffe ich, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten habe ich natürlich ein richtiges Problem. Ich habe mir aber gedacht, hey Leute, weil ihr jetzt auf zwei Videos verzichten musstet, mache ich eine kleine Überraschung. Und zwar gibt es heute wieder eine Real-Life-Story, wie ihr vielleicht schon in der Überschrift lesen konntet. Und ich habe für euch ein mega geiles Gameplay im Hintergrund. Ich wollte es für irgendwas Besonderes aufheben, aber ich denke, der Anlass ist eigentlich recht gut geeignet. Denn ihr seht hier im Hintergrund eine Double-DNA. Es ist meine erste in meinem ganzen Leben. Ich glaube, ich habe auch noch nie so geschwitzt wie in dem Gameplay. Ich glaube, ich werde sowas auch nie im Livestream irgendwie hinbekommen, weil ich da einfach mich viel zu sehr konzentrieren muss. Beziehungsweise würde ich dann halt nicht mehr reden. Ich weiß nicht, was ich zu dem Gameplay sagen soll. Es lief halt wirklich perfekt. Ich hatte auch die richtigen Gegner. Also einmal von 1000 Versuchen, wo ich so eine richtig geile Lobby habe, und die sind alle so geil gelaufen. Also wie gesagt, war wie ein Weihnachtsgeschenk. Aber schaut es euch am besten selber an. Ich bin auf jeden Fall richtig krass gehypt und richtig happy, dass ich euch so ein Gameplay mal zeigen kann. Gewöhnt euch auf jeden Fall nicht dran, das wird bestimmt nicht Standard sein, also wie gesagt, war ein echter Glücksschuss. Ja, ich habe für euch heute eine kleine Real-Life-Story mit. Es ist heute mal eher was Lustiges, also nicht so was Ernstes wie das letzte Mal, sondern eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, es war 9. Klasse, also Realschule damals, 9. Klasse war ich, meine Kollegen waren dann halt 10. Klasse oder auch 9. Klasse. Es war so, ja, Jahresende kann man fast sagen, also Schuljahresende. Die Leute, also meine Freunde, die in der 10. Klasse waren, hatten halt ihre Prüfungen und so weiter schon fertig, also die mussten auch nicht mehr in die Schule. Und bei uns stand halt freitags ein Ausflug an. Also das bedeutet ja, auch keine Schule, also irgendwas Lustiges machen. Ja, dann haben wir überlegt, hey, komm, was können wir machen? Da fielen zu einem, wir haben früher so einen Jugendclub gehabt. Also ich kann euch das ja mal später genauer erklären, was es ist. Und zwar hatten halt alle Freunde von mir, wir haben halt zusammen einen Club gegründet, der war bei einem Kollegen im Keller, den haben wir uns halt hergerichtet mit Bar, Billard, Kicker, Dart, Konsolen, Fernseher, alles was man sich vorstellen kann, natürlich auch Alkohol und so weiter, wie das halt so ist, ne? Und da haben wir mal so Partys gefeiert oder einfach am Wochenende eine Runde gechillt oder wir haben mal irgendwas anderes veranstaltet. Und wir haben uns halt überlegt, komm, wir machen mal ein FIFA-Turnier. Mal gucken, wer so kurzfristig noch Zeit hat und wer halt Bock hat. Wir waren dann, glaube ich, ungefähr 20 Mann, haben ein richtig großes Turnier gestartet auf zwei Konsolen, dass es halt ein bisschen schneller geht, dass man mal halt parallel zocken können. Und es war auch ein richtig geiler Abend, also wir haben dort richtig hardcore gezockt. Ich glaube, das ging, Turnier ging 20 Uhr oder 21 Uhr los. Und ja, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und dann war es irgendwann so nachts um 1, um 2. Also noch eine ganz humane Zeit, weil wir hatten ja am nächsten Tag, wie gesagt, nur Schulausflug. Dann kam mein Kollege auf die Idee, hey, wie wäre es denn, es war ja mitten im Sommer, wie wäre es denn, wenn wir ein Eis essen? Und ich dachte, ja, klar, warum nicht, hatten alle Bock drauf. Und dann hat er dann aus dem Tiefkühler so, ja, Becher-Eis gebracht. Und haben wir dann halt schön Eis gegessen. Es gab natürlich ein paar Kollegen, die halt schon einen richtig krassen Sitzen hatten, die es dann halt wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig vertragen haben, dieses Eis zu essen, und haben es natürlich nicht gegessen. Also wir hatten sowieso alle einen Tee, also das Turnier am Ende war eher lustig, als dass wir uns irgendwie noch angestrengt haben, dass einer wirklich konsequent das Ding durchzieht und gewinnt, weil wir halt wirklich, ja, ich sag mal, leicht betrunken waren. Ja, und auf jeden Fall haben natürlich dann wie immer nicht alle das Eis gegessen. Ihr könnt euch ja schon ungefähr vorstellen, was jetzt passiert. Und wir haben halt, dadurch, dass es im Keller war, waren unsere Fenster ungefähr Brusthöhe. Und da hat irgendeiner mitten in der Nacht halt sein Eis dahingestellt. Das Turnier war halt irgendwann zu Ende. Wir sind halt alle pennen gegangen. Also wir haben dann direkt auch im Jugendclub gepennt. Wir haben dort ganz viele Sofas und so weiter stehen. Und ja, da haben wir es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Dann alle eingeschlafen irgendwann, nachts um 3, halb 4 oder so. Und eine Stunde später muss es ungefähr gewesen sein, wacht einer auf und schreit, Hilfe, ich muss kotzen. Er hat wirklich gesagt, Hilfe, ich muss kotzen, ist zum Fenster gerannt, reißt das Fenster auf, dass er halt zum Fenster rauskotzen kann. Und das Problem war, dass dieser Eisbecher mittlerweile zu laufen war und stand direkt auf diesem Fensterbrett. Ne? Und er reißt dieses Fenster auf, schmeißt diesen Eisbecher runter
Und wer liegt natürlich drunter? Natürlich der Plecki. Ich lag halt genau unter dem Fenster, hab natürlich den Eisbecher so richtig schön vorne aufs T-Shirt bekommen. Ich sah aus, in dem Moment habe ich das gar nicht so richtig gecheckt. Also ist halt irgendwas draufgefallen, ich hab's dann halt runter, weil ich auch noch im Tee war. Und hab mich dann rumgedreht und weiter gepennt. Nächsten Früh bin ich halt aufgewacht, also mich so ein bisschen fertig gemacht. Ich meine, wir haben, keine Ahnung, ich hatte noch eine Fahne, wir haben gestunken wie so ein Bock, weil da drin ja alle geraucht haben und so weiter. Und ich mache mich halt so fertig mit meinem Kollegen, dass wir halt in der Schule können, zu unserem Ausflug. Und da fängt er an mit Lachen und ich so, Dicker, was lachst du zum frühen Morgen schon wieder? Ich bin tot eigentlich noch von dem Abend und du bist hier früh um 7 oder was das war und bist schon wieder nur am Lachen. Da hat er gesagt, ey, Blacky, guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Ich guck mich so an und denk mir, Alter, was ist denn hier passiert? Mein ganzes T-Shirt war so ein riesengroßer Eisfleck drauf. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Du kannst nicht mehr heim ein T-Shirt wechseln. Du kannst aber auch nicht oberkörperfrei gehen. Was denken deine Klassenkameraden und Schüler, wenn du da auf einmal oberkörperfrei in die Schule kommst? Ja, was machen wir jetzt? Ich konnte ja nichts anderes anziehen. Ich konnte ja nicht heim. Es hatte ja keiner irgendwie ein Ersatz-T-Shirt dabei oder sonst irgendwas. Und dann kam mein Kollege auf eine Idee, wo ich bis heute noch drüber feiere. Und zwar, ich weiß nicht, aus welchem Grund hatten wir bei uns im Jugendclub noch so einen Farbkasten stehen. Also nicht so einer mit wasserlöslichen Farben, sondern halt so, weiß ich nicht, was das für Farben sind. Auf jeden Fall, wo du auch T-Shirts und so weiter anmalen kannst. Der holt natürlich den Farbkasten, was mache ich? Ich ziehe mein T-Shirt aus, wir legen das auf den Tisch und fangen dann an, irgendwas da drauf zu malen. Also irgendwie aus diesem Fleck ein Muster zu malen. Ich sag euch, Leute, das sah so bescheuert aus. Und so musste ich dann in die Schule gehen, ne? Ich bin halt mit meinem Kollegen dann in die Schule geeiert, die waren noch 5 Minuten weit weg. Und er muss wirklich die ganze Zeit, musste er nur lachen. Und ich so, Dicke, hör doch mal auf mit Lachen, ne? Weil ich total angepisst auf jeden Fall war. Und ich komme dann da rein in meiner Klasse. Und die wussten ja, dass ich früher, habe ich halt viel Wert so auf meinen Style gelegt. Wie ich aussehe, wie ich, ja, mich style und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ich komme da rein ins Klassenzimmer. Alle gucken mich an. Die Hälfte fängt an mit Lachen. Die andere Hälfte schmunzelt nur. Und ich bin wirklich fast rot angelaufen, ne? Weil mir das so peinlich war. Und ja, auf jeden Fall saßen wir dann in dem Zimmer, kam unsere Lehrerin rein und sagte, ja, der Bus ist da, wir können jetzt alle rausgehen. Und natürlich gingen dann alle raus. Die Lehrerin hat natürlich vorne an der Tür gewartet und ich laufe an meiner Lehrerin vorbei und ich sagte zu mir, also, Blacky, was hast du heute für schönes T-Shirt an? Hast du das selbst gemacht? Das finde ich ja echt cool, dass du noch so selbstgemachte T-Shirts anziehst. Und ich war echt ohne Witz, ich hatte so einen Hals, ne? Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal kurz herkommen kann, dass ich das mal genau angucken kann. Und ich konnte mich natürlich nicht vor die Lehrerin stellen. Ich hatte noch eine Fahne, ich habe gerochen wie so ein Bock, ne? Und ich so, nee, passt schon so und bin dann halt raus. Das war echt so ein richtig peinlicher Moment. Und wir mussten ja dann den ganzen Tag noch durch so ein Museum und so weiter laufen. Und die ganzen Leute, die haben mich so schief angeguckt, ey. Das war auf jeden Fall ein Tag, den ich nie vergessen werde. Es war zwar auf der einen Seite extrem lustig, wenn ich zurückdenke, aber an dem Tag an sich war es halt extrem nervig, dass mir sowas halt passiert ist. Ja, das T-Shirt habe ich natürlich dann nach diesem Schulausflug direkt verbrannt, weil ich echt so eine Wut drauf hatte. Und ja, da habe ich mich halt einmal richtig krass zur Feile gemacht. Aber es war auf jeden Fall ein Spaß wert. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, war es eigentlich eine ganz coole Situation. Denn der Abend davor war auf jeden Fall mega fett. Also ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß davor gehabt wie zu diesem FIFA-Turnier. Ja, das war's auch eigentlich schon wieder zu der kleinen Real-Life-Story. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.